Hallo und herzlich willkommen zum achten Video der MQL5-Reihe. Heute geht es um Verzweigungen, quasi die Vorstufe, die wir jetzt tätigen, damit wir als nächstes zu Schleifenfunktionen und Klassen springen können, und zwar genau in der Reihenfolge. Und wir starten heute mit etwas Bekanntem, nämlich mit dem If-Operator. Hier oben schon in unserer kleinen Überschrift angegeben. Als Vorbereitung definiere ich mir einfach einmal einen Boolean, den nenne ich Wert, um das Ganze etwas einfacher zu machen, und diesen Wert, den weise ich dem Wert wahr zu. Also unser Wert ist wahr. Also er ist true. Sehr schön. Wie ist so ein If-Operator aufgebaut? Erstmal haben wir natürlich unser Codewort vorne, if. Dahinter steht dann einmal eine Bedingung in den roten Klammern. Und diese Bedingung muss wahr sein, damit der Ausführungsblock in geschweiften Klammern darunter ausgeführt wird. Wir merken uns, mit if leiten wir ein. Bedingung, die wahr sein muss, also vom logischen Wert her wahr. Und das vergleichen wir auch mit den logischen Operatoren, die wir kennengelernt haben im letzten Video. Und dahinter in geschweiften Klammern ein Anweisungsblock, der dann ausgeführt wird, wenn die Bedingung wahr ist. Da wir oben gesagt haben, Wert ist wahr, steht hier dann nicht Wert gleich gleich true, sondern true ist gleich gleich true und das ist true und damit ist das wahr und dann wird auch die Aussage, beziehungsweise doch die, dann wird die Aussage, Bedingung ist wahr, in der Konsole ausgegeben. So viel zur Syntax. Eine Verzweigung kann sinnvoll sein. Ich nehme jetzt mal ein beliebiges Beispiel. Wir möchten gerade von ungeraden Zahlen unterscheiden und dann können wir sagen, ja, if ganz plump gesagt die Zahl xy gleich gerade, dann teile im Anweisungsblock durch 2. Können wir danach auch sagen, if Zahl xy gleich ungerade, dann tu nichts. Weil wir auch die Syntax etwas umschreiben können, werden wir das dann noch einmal machen. Es gibt drei Varianten. Einmal die gezeigte mit den Anf oder mit diesem Anweisungsblock in geschweiften Klammern, was auch die Standardvariante ist bei allem, was mehr als eine Zeile an Anweisungsblock hat. Wenn wir nur eine Zeile Anweisungsblock haben, können wir tatsächlich auch auf andere Schreibvarianten ausweichen und die zeige ich hier. Wir können das Ganze nämlich auch in einer Zeile schreiben. Vorne wieder if. Dahinter unsere Bedingung und dann ohne geschweiften Klammern einfach die eine Anweisung, die wir dann raushauen wollen. In meinem Fall Bedingung nicht wahr als printf. Wir können uns das auch etwas übersichtlicher schreiben und sagen dann einfach, ja klar, wir verschieben diese eine Ausführung hier, diesen einen Befehl einfach in die Zeile unter dem if und dann passt das auch. Wichtig dabei ist, es wird, wenn wir das Ganze in die nächste Zeile schieben mit dem printf-Befehl, dann wird auch nur die Zeile direkt unter dem if mit der Bedingung ausgeführt. Wenn jetzt hier noch eine Zeile mit dazu kommt, dann wird diese nicht ausgeführt, also dann wird sie auch ausgeführt, aber sie fällt nicht mehr in den Bereich der if-Bedingung rein. Sehr gut. Soweit zur if-Bedingung. Wir haben jetzt aber immer noch ein Problem, wenn wir sagen würden, wir testen, ist die Zahl gerade? Und dann wollen wir eigentlich nicht nochmal danach testen, ist die Zahl ungerade, weil das ja irgendwie logisch ist. Wenn die Zahl nicht gerade ist, dann muss sie ungerade sein. Jedenfalls bei ganzen Zahlen. Dafür gibt es den Else-Operator. Den können wir nutzen, wenn die obere Bedingung nicht erfüllt ist. Dann wird der Else-Anweisungsblock ausgeführt. Wenn die obere Bedingung erfüllt ist bei if, dann wird der Else-Anweisungsblock nicht ausgeführt. Also es wird immer nur eins von beiden ausgeführt. Man könnte dann sagen, wenn das zutrifft, dann tue das, was im Anweisungsblock steht und sonst mache das andere. Also hier könnten wir dann noch wunderbar unterscheiden. In der ersten Prüfung haben wir eine gerade Zahl. Wenn keine vorhanden ist, macht den Else-Block. Wir können das Ganze auch noch ein bisschen auf die Spitze treiben, denn wer sich jetzt ein bisschen mit Mathematik beschäftigt hat oder wer denn vielleicht auch mal jetzt beim Handelsroboter den Fall mit mein Konto ist gleich 0 einbinden möchte, stellt sich die Frage, ist 0 eigentlich eine gerade oder eine ungerade Zahl? Kein Problem, können wir als weitere Bedingung hinzufügen. Dazu sollte man wissen, zu else. Else bezieht sich immer nur auf das letzte oder auf die letzte if-Bedingung, die kein else hat. Also wenn ich hier nochmal eine if-Bedingung drüber schreiben würde, würde das else sich aber nur auf die nächstgelegene, also die direkt darüber befindliche if-Bedingung beziehen. Wenn wir jetzt aber zwei Bedingungen haben wollen und wenn beide nicht erfüllt sind, dann soll das else zutage kommen, dann bauen wir ein else if ein. Das sehen wir hier in der zweiten Zeile. Als allererstes, wir kennen es, unsere if-Bedingung. Zum Beispiel, jetzt habe ich a ist gleich 2 genommen. Ich teste als allererstes, ob a 0 ist.
Das ist es nicht. Springe ich einfach mal weiter. Jetzt habe ich else if. Ich teste also die zweite Bedingung, ob a gleich 1 sein könnte, was es aber auch nicht ist. Und dann kann ich sagen, da ich else if benutzt habe, bezieht sich dieses else auf das else if und das if bis dahin. Also über diesen gesamten Block hier. Und damit kann ich die beiden Bedingungen, die ich vorher reingestellt habe, ausschließen. Und wenn die beiden, also wenn wirklich beide ausgeschlossen sind, dann wird else ausgeführt. Und dann können wir also auch sagen, in dem Fall würde das tatsächlich auch passieren, weil a ja gleich 2 ist. Dann ist a irgendwas anderes, was nicht 0 oder 1 ist. So, dann gehen wir weiter zum Ternary Operator. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich kenne den Begriff tatsächlich nur vom Lesen. Und hier machen wir uns das Ganze noch etwas kürzer. Bitte nicht schockiert sein oder verwirrt oder aufgeben. Es ist eigentlich ganz einfach. Ich habe hier mal eine tolle Zeile hingeschrieben. Die wollen wir jetzt Stück für Stück in das übersetzen, was wir gerade bei if und else gelernt haben. Erstmal kennen wir noch aus den Daten-Tutorials. Hier haben wir einen Boolean definiert. Und diesem Boolean, dem wollen wir jetzt einen Wert zuweisen. Dazu steht hier das Gleichzeichen. Soweit ist alles bekannt. Jetzt geht es also nur noch um den Bereich hier hinten. Übersetzen wir also schon mal das hier. Das hier heißt, zusammen mit dem Ergebnis, was davor ist, also quasi in dem Bereich hier, das heißt so viel wie if Wert gleich true, hier Wert gleich true, dann soll das Ergebnis, der Wert hier, auch true sein. Das wird ausgedrückt durch das Fragezeichen. Ist das nicht der Fall, also ist Wert gleich false, dann soll auch das Ergebnis false sein. Man könnte diese Zeile hier auch andersrum formulieren mit if und else, indem man dann wirklich das so schreibt, wie ich es hier im Kommentar nochmal drunter geschrieben habe und auch gerade aufgesagt habe. Einfach mal, um euch eine Alternative zu zeigen, wie man es noch machen kann. Dann gibt es noch einen weiteren Verzweigungsoperator, nämlich den Switch-Operator. Und das ist dieser hier. Der Switch-Operator ist praktisch, wenn man mehrere Fälle hat, dann braucht man nicht so viele If-Bedingungen und Else-If-Bedingungen hinschreiben und kann das auch ein bisschen übersichtlicher strukturieren für eine relativ große Anzahl von Fallunterscheidungen. Sei es für ein Menü oder wir könnten auch den Periodenwert, also wir haben ja, wir kennen M1, wir kennen M5, M15 etc. Und unsere Periode wird vom System immer in Minuten berechnet, das könnten wir dann in Stunden umrechnen oder ähnliches. Machen wir gleich auch nochmal. Aber erstmal geht es um die Syntax. Wir nutzen unser Codewort mit Switch. In den Klammern dahinter, in den runden Klammern, kommt die Variable rein, die wir betrachten. Also unser Datentyp, den wir uns angucken wollen. In meinem Fall ist das ein Integer, kann aber auch genauso gut ein Char sein oder ein Double-Wert oder irgendwas anderes. Gut, wie sieht es denn im Anweisungsblock aus? Im Ausführungsblock. Oder Anweisungsblock? Ihr wisst, was ich meine. Wir haben hier unsere unterschiedlichen Fälle. Case ist Englisch, heißt Fall. Und jetzt können wir hier schreiben, Case 1 muss nicht zwangsläufig durchnummeriert sein, kann auch mit Buchstaben zum Beispiel gemacht werden. Dann müssen wir aber das also einfach Anführungszeichen setzen. Siehe da. Wenn b gleich a wäre, wenn b dann ein String ist, aber wir haben ja ein Integer, dann nehmen wir Case ist 1. Wenn b also 1 sein sollte, dann gehen wir bitte aus. Fall 1 ist es. Ich habe hier hinterher schon gleich geschrieben, Break steht beachten. Das ist kein richtiges Deutsch. Wir machen Break beachten. Einfach mal da draus. Kompilieren das Ganze. Und immer noch keine Fehler. Sehr schön. Genau, anschließend habe ich ein Break. Das erkläre ich gleich nochmal. Und dann kann ich nach dem ersten Case dann einfach mal sagen, ja, B kann ja auch was anderes als 1 sein. Dann sage ich, B könnte auch 2 sein. Wenn ich dann irgendwie eine Berechnung mache und das kommt entweder 1 oder 2 raus. Und für den Fall, dass ich dann sagen will, ja, ich habe hier irgendwie die Fälle 1 und 2, die will ich auf jeden Fall besonders im Besonderen betrachten. Und alles, was nicht 1 oder 2 ist, das wird über einen Kamm geschert und das kann ich mit Default machen. Dann kann ich einfach im Default Anweisungsblock anschließend sagen, ja, mach das, wenn alles andere nicht erfüllt ist. Quasi wie else. Und jetzt noch einmal zum Break-Operator. Bei Break brechen wir an der Stelle, wo das Break steht, den Anweisungsblock ab. Das heißt, wir springen von da, wo Break steht, hinter den Anweisungsblock. Das wäre dann hier unten.
Da würden wir weitermachen. Wenn wir den Break-Operator hier rausnehmen, ich kommentiere den einfach mal aus, dann würden wir bei einem b ist gleich 1 in Case einspringen, logisch. Ausgehen, Fall 1 ist das. Und dann gehen wir weiter. Weil kein Break da ist, geht der Compiler einfach weiter und findet als nächstes printf Fall 2. Den gibt er als nächstes aus, printf Fall 2, obwohl wir gar keinen Fall 2 haben. Wir haben einen Fall 1 und den gibt er aus Fall 1 und Fall 2. Und das ist nicht das, was wir wollen. Aber hier findet er sein erstes Break und bricht deswegen erst die Ausführung ab. Das kann praktisch sein, muss aber nicht praktisch sein, wenn man in mehrere Fälle abarbeitet, obwohl nur einer zutrifft. Von daher bitte immer das Break denken, das dann auch euren Fall beendet. Ja, ich habe euch noch ein Beispiel versprochen mit der Zeitangabe, der Periode. Dafür habe ich mir zwei Werte einmal definiert. Einmal hier int, die Periode in Minuten. Die ziehe ich mir durch den Datentyp mit Unterstrich Period. Und dann habe ich mir einen String nochmal erstellt, damit ich da drin meine Ausgabe speichern kann. Und hier sehen wir dann noch ganz schön, dass die Cases nicht unbedingt von 1 bis sonst was durchnummeriert sein müssen, sondern dass ich mir frei aussuchen kann, was da stehen soll. Und dann wird hier nach drei verschiedenen Dingen getestet. Es könnte ja sein, dass unsere Periode 60 Minuten enthält. Dann möchte ich bitte, dass mein Ausgabestring H1 zugewiesen bekommt und dann den Abbruch halt. Bei 240 Minuten dann bitte H4 und bei 1440 Minuten dann D1. Halt für 4 Stunden und einen Tag. Und bei allen anderen Sachen, addier bitte den String M plus die aktuelle Periode, die dann in Minuten ist. Und dann hätte ich halt die Periode in Minuten als Ausgabe, die ich mir dann irgendwo einbauen kann, sei es irgendwie in eine Datenbank mit reinpacken oder in einen Auswertungscheat oder in den Graph mit rein. Es ist ja alles möglich. Damit haben wir die Verzweigungen für heute auch soweit abgearbeitet. Bei Fragen gerne nochmal in die Kommentare stellen. Da werde ich dann auch drauf antworten. Vielleicht auch jemand anderes, der sich das Video ansieht. Ich will damit eine offene Diskussionsgrundlage schaffen und dann sehen wir uns nächsten Samstag wieder, wenn es um Schleifen geht. Bis dahin, viel Spaß, euer Projekt Bob.